Heute der Geschmack von amerikanischem Whisky in 60 Sekunden erklärt. Beim amerikanischen Whisky müssen wir unbedingt beim Rohstoff, beim Getreide anfangen. Denn meistens ist es ein Getreidemix. Und die beiden wichtigsten Player sind Roggen für den Rye Whisky und Mais für den Bourbon. Denn Bourbon hat immer 51% Mais und der Rye immer 51% Roggen. Was bedeutet das? Mais ist eher ein bisschen süßer, ein bisschen milder im Geschmack. Roggen ist ein bisschen kräftiger, intensiver und so ein bisschen rauer. Das zweite ganz wichtige ist die Fasslagerung. Denn für amerikanische Whiskys nimmt man immer neu ausgekohlte Eichenfässer. Die geben viel Geschmack an den Whisky ab. Je länger der liegt, desto mehr. Und das sind dann so holzige Noten, das können vanillige Noten sein oder auch so in die Richtung Gewürze wie Zimt und sowas. Und dann drittens, ganz wichtig, auch natürlich der Alkoholgehalt. Habe ich einen Whisky mit 40%, ist der einfach milder. Habe ich einen Whisky mit 64% hier, das ist fast Stärke, dann wird der Whisky komplett intensiv, kräftig, weil Alkohol ein Geschmacksverstärker ist. Also, das ist der erste Einblick in die Welt der amerikanischen Whiskys.